Die Augen dieses Mädchens sagen, was wohl die meisten der rund 400 Demonstrierenden heute denken. Sie haben sich vor dem Hochzeitshaus in Bad Soden-Allendorf versammelt. Hier in Hessen soll über die bundesweit erste Einführung der Pferdesteuer entschieden werden. Bereits seit Monaten hat das Thema zu hochkochenden Diskussionen geführt. Unstimmigkeit zwischen Pferdeliebhabern und Steuerbefürwortern. €200 sollen Pferdehalter jährlich zahlen, für jedes Tier, das sie besitzen. Ausgenommen sind Menschen, die Pferde zu beruflichen Zwecken halten. Die Stadt erhofft sich dadurch Mehreinnahmen von rund 300.000 Euro. In den Versammlungsräumen haben Demonstranten ebenfalls ihre Schilder aufgebaut. Sie wollen anwesend sein, Stärke zeigen, während die Parlamentarier den Beschluss fassen. 13, 14, 15, 16. Wer stimmt dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wer enthält sich? 1, 2, 3, 4, 5. Die Pferdesteuer ist beschlossene Sache. Ab Januar 2013 wird sie in Bad Soden-Allendorf zur festen Einnahmequelle der Stadt gehören.